7 Landfrauen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. 7 Bäuerinnen, die gerne ihre Gäste verwöhnen. 7 Nachtessen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Unsere Gastgeberinnen. Die Monika Bernhardt aus Urtenen-Schönbühl. Janine Fischer von Riechen bei Basel. Aus dem Entli-Buch Heidi Hofstetter. Dann sind dabei Nicole Reusser aus dem solothurnischen Bietzwil. Aus dem toggenburgischen Mosnang Trud Breitenmoser. Das Vreni Scherwe aus dem bernischen Clavaleyres. Und Tanja Bisacca von Donjo, Kanton Tessin. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Samstagmorgen im bernischen Clavaleyres in der Nähe vom Murtensee. Heute kommen die Landfrauen zum Vreni Scherwe zu Besuch. Ich freue mich extrem auf den heutigen Tag. Es ist jetzt lang gegangen. Ich kann es fast nicht erwarten, wenn sie kommen. Ich bin sehr, sehr gespannt und voller freudiger Erwartung. Das Vreni trägt an diesem Festtag eine Werchtigstracht. In der können sie die Umgebung arbeiten in der Küche. Der Alfred, ein Vreni sein Mann, hat den Küchermutz angelegt. Bei den Landfrauen hängt er noch die Kantonsfahnen auf. Clavaleyres ist nämlich eine bernische Exklave. Das muss man doch zeigen. Clavaleyres, das kleine Dorf, wo nur 50 Leute wohnen, ist deutschsprachig und umgeben von der Watt und dem Kanton Fribourg, wo Französisch geredet wird. Ein paar Stunden, bevor die Landfrauen kommen, fährt Vreni mit dem Dessert an. Für sein Lieblingsdessert braucht Vreni gefrorene Himbeere. Und die müssen noch ordentlich Saft ziehen. Ich mache sehr gerne Schwarzwälder Torte. Eigentlich ziemlich fleissig mache ich die. Aber ich habe jetzt herausgefunden, dass die Schwarzwälder Torte besser kommt, wenn ich gefrorene Himbeere tue, anstatt Kirsche. Sie wird einfach viel frischer und so ein bisschen sauer. Ja, das macht es gut leiden. Und ja, dann ist das halt nicht mehr nach Originalrezept. Und dann darf ich nicht mehr sagen Schwarzwälder Torte, sondern eben meine Schwarzwälder Fantasie. Für jede Landfrau macht Vreni ein Schwarzwälder Herzli, ausgestochen aus einem selber gemachten Schokibiskuit und garniert mit 2 Lagen Nidle. Das Biskuit ist tränkt mit einem Gemisch aus Wasser, Betsy und Zuckersirup. Darf ich noch ein Himbeere? Ja, sicher nicht. Was ist das für eine Mischung? Gegen die gleiche. Ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Also, dann gehe ich wieder. Tschüss, mach's gut. Zum 6. Mal sind die Landfrauen unterwegs. Heute in die Westschweiz. Sie hat klare Erwartungen, was es zu essen soll geben. Ich gehe davon aus, dass es eine feine Vorspeise gibt mit irgendwie Käse oder etwas von ihrem Hof. Das Vreni habe ich den Eindruck, hat bei der Vorspeise eventuell einen feinen Fisch aus dem Murtensee. Richtig getippt hat Nicole. Es gibt eine Vorspeise mit Käse. Und was für eine? Ich mache jetzt hier gerade Käsemasse zu Weg für die Militärkäseschnitte zur Vorspeise. Die mache ich mit diesem Halbkäse. Das reicht. Also die Vreni denke ich einfach immer stille Wasser gründen tief. Da ist schon noch mehr, oder dass sie zeigt zu uns vorne durch. Ja. Ich denke, die Vreni bringt nicht so viel aus der Ruhe. Äußerlich, innerlich kenne ich es zu wenig, kann es zu wenig einschätzen. Für mich ist sie auch eigentlich die ursprüngliche Bäuerin. Wie bin ich mir die Bäuerin vorstelle? Ich wollte Vreni am liebsten knödeln. Sie ist so eine herzige. Die
Das Empfangskomitee der Familie Scherwe steht parat. Trotz der Bise, die Vreni die Landfrauen draussen empfängt. Nicht für die Frühlinge. Aber bei diesem schönen Hof wird allen gerade warm ums Herz. Salut! Ciao! Salut! Hoi! Geht's? Schön sind wir bei dir! Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich riesig. Danke vielmals! Du, Salut! Hoi! Vreni! Ciao, liebes! Hoi! Gut! Salut! Ciao! Hoi! Hast du gereist? Ja, super. Du hast Speisen angekommen. Ja, salut, oh, Daniel. Vreni. Ciao. Yes. Geht auch gut? Ja. Also, salut zusammen. Salut. Hey. Was? Was salut. Für ein Hof? Ja, du doch blöd. Wow. Salut. Hey, Vreni. Hey. Geht's? Ja, gut. Zum Apéro gibt es ein Rosé aus dem eigenen Rebberg. Also, Gesundheit miteinander. Zum Wohl. Zum Wohl. Dazu Trockenfleisch und Käse von der Alp. Und das hätte er noch etwas anderes gern. Das ist jetzt wirklich fein in den Tuben. Ja. Das ist so fein. Findest du nicht gut? Das freut mich. Liebe Landfrauen, ich gehe jetzt eben in die Küche. Und ihr könnt noch ein bisschen im Zeug laufen mit meinem Mann, aber geht auf jeden Fall den Eichen weg der Wiese. Nicht, dass ihr morgen krank seid. Also bis später. Ade zusammen. Tschüss. Macht's gut. Montag am Morgen. Am Vreni seine Berner Lerchen warten schon. Vreni hat einen Taubenschlag und vor ein paar Jahren hat sie Berner Lerchen, eine alte Taubenrasse, gesucht. Komm, Bibi, Bibi, komm! Komm, Bibeli, komm! So. Vreni hat gerne Viecher mit Federn und die müssen vor allem eins schön aussehen. Komm, Lisi, komm. Ja, bist du ein gutes He? Ja, ja, gell. Bist du ein gutes Lisi? He? Ja, ja, gell. Bist du ein gutes He? So, Lisi, hast du gelegt? Hat das viel Eier? Am Vreni seine Hühner legen gerade genug Eier für die Familie Scherwe. Zum Verkaufen reicht diese Produktion nicht. Also es gibt so viele verschiedene Hühnerrassen und so wunderschöne. Und das gefällt mir einfach. Und dann habe ich lieber ein bisschen sättige, als die gewöhnlichen Leghühner. Im Speicher hat Vreni ein Museum eingerichtet mit alten Sachen von seinen Vorfahren. Mit drin ein besonderes Stück. Die Uniform aus der Zeit, in der Vreni Frauenhilfsdienst geleistet hat. Ich brauche eben noch das Rezept für die Militärkäseschnitte für den Samstag, wenn die Landfrauen kommen. Ich dachte, ich mache denen einen Militärkäseschnitt als Vorspeise. Schließlich war ich ja früher FHD. Militärische Vergangenheit. Und dann dachte ich, ja. Mache ich das. Die Militärkäseschnitte mache ich eben etwas klein. Die darf man nicht allzu gross machen. Und es ist ja so, also nach Originalrezept ist sie ja im Fett ausbacken. Und in der neuen Ausgabe vom Junior, vom Militärkochbuch, ist sie eben nicht mehr frittiert. Und ich mache sie dann nicht mit so wahnsinnig viel Anke, dass sie nicht allzu fettig wird. Das kleine Bauernhofmuseum hat Vreni vor allem für sich selber eingerichtet. Es schwelt gerne in Erinnerungen. Manchmal fragen Kunden oder Spaziergänger, ob sie ins Museum dürfen. Wenn Vreni Zeit hat, zeigt sie es gerne. Für Vreni ist klar, dass es beim Landfrauenessen eine Tracht zum Arbeiten anlegt. Diese Tracht war früher ein Werchtigsrock. Das
Vreni und sein Mann haben knapp 1 Hektar Reben. Die ersten Trauben von der Sorte Solaris sind bald nachher zum Lesen. Die hat hier gereift. Sieht gut aus. Wirklich gut. Zusammen prüfen sie die Öchslegrade der Trauben. In Öchsle gibt man den Zuckergehalt der Beeren an. Je höher die Öchsle, umso süßer sind die Trauben. Nicht ganz abdecken. 103. Ja, und ging besser. Es ist einfach auch wegen dem Fullen. Wir müssen sie dann schon einkehren. Das ist ein Zeug im Auge haben, gell? Ja. Das sieht auch noch gut aus. Da. Wenn sie so sind, wie sie jetzt sind, aus drei regnet, dann geht der Öchsle gerade in den Moment zurück. Dann muss man wieder warten. Und darum wird man sie dann nächste Woche vor dem Regen nehmen. Am Vreni wäre es recht, wenn die Trauben noch bis nächste Woche möchten warten. Zuerst möchte sie nämlich das Landfrauenessen hinter sich haben. Also, dann gehen wir gleich heim, gell? Ja, dann machen wir das so. Mhm. Dann schauen so. Wir dann nächste Woche. Ja. Aber sie ist schnell gegreift. Ja. Also ich denke, eher Dienstag als Montag. Die Rosmarie ist die Schwiegermutter von Vreni. Sie ist 78 und wohnt im Stöckli. Sie ist etwa bei den Jungen am Tisch mit. Manchmal hilft sie auch beim Kochen. Papi, eins nehmen. Ja, danke. Für die Nacht braucht Vreni heute Bouletfleisch. Sie sagt von sich, sie koche gerne einfach. Und am liebsten mit Zutaten vom eigenen Hof oder aus der Region. Das ist auch schon Baulinde. Ich mache Curry-Nudeln. Eigentlich heissen die China-Nudeln. Das ist ein Rezept von der Schwägerin Anne. Die hat das ins Haus gebracht. Und das haben alle sehr gerne. Es ist schnell gemacht. Und Gemüse nehme ich einfach alles, was ich habe. Gut, Giel, ich nicht gerne, wenn ich Rutschstille drin tue. Am liebsten haben sie, wenn ich gelb schwarz. Ja, ja. Haben sie einfach, wenn ich es mit Erbschen und Rüebli mache, dann machen sie so. Sonst müssen sie ja Krautstille neben raus tun. So, dann bin ich da. Das ist gut. Hat das Wasser auf dem Tisch? Nein, noch nicht. Also recht gebissen. Ja. Es sollte noch haben dahinter. Ich weiss halt auch nicht, wie viel Hunger das sie haben, die Buben. Die Buben, das sind drei junge Männer. Der Freddy Junior ist der Älteste. Er ist Bauer und arbeitet daheim. Noch ein bisschen Erbsen, gut, nicht zu viel Teigwaren. Es geht mit der Acht nicht am Samstag. So ist gut, ja. Merci vielmals. Ich nehme noch. Merci. Hey alle. Einen guten Miteinander. Der Benz ist der Mittler. Er leistet im Moment Zivildienst. Der Jakob ist mit 18 der Jüngste. Er macht den Gimmer zu Freiburg. Mit am Tisch hockt auch noch der Paul. Er kommt aus Polen und ist seit 15 Jahren bei der Familie auf dem Hof angestellt. Wenn die Biesen blasen, ist das Wetter schön zu Clavaleyres. Man sieht bis zum Murtensee. Die schöne Aussicht können Vreni und Alfred heute nicht geniessen. Sie gehen zwei Tage auf die Alp ins Berner Oberland werken. Die Fahrt von Clavaleyres auf die Alp Iselten, die unterhalb der Schienigen Platte liegt, geht etwa 2 Stunden. Seit diesem Jahr gehören dem Vreni und dem Alfred genug Bergrecht, dass auch ihr Vieh die Alp kann. Darum müssen Vreni und Alfred da oben regelmässig helfen arbeiten. Hallo, Karin Gaffner ist die Kühe von der Alp. Vreni, geht's?
Ja, geht's. Also, nebst dem Wetter. Ja, mal. Du willst dich eintun, he? Wir wollen gar Kühe eintun, ja. Ja. Zeit. Ich lege nur die Stiefel an, gell? Tipptopp, ja. Also. Ich darf anfangen zu rufen. Ja, das ist gut. Gut. Ja, also. Machen wir. Komm, 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 komm. Die Karin zümmert 80 Kühe von verschiedenen Bauern. Salut, Dolores! Salut! Kilei, hä? Hast du gesehen, Dolores? Ja, ich hab's schon gesehen. Komm, nimm sie! Komm! Komm! Vreni und Alfred müssen auf der Alp sogenanntes Gemeinwerk leisten. Das ist eine abgemachte Anzahl Stunden arbeiten pro Kuh. Je mehr Kühe ein Bauer zur Alp gibt, desto mehr muss er helfen. Vreni kommt gerne auf den Berg und seine Tiere schauen. Es ist heuer das erste Jahr, dass alle Tiere von Schervez zur Alp sind und die ganze Milch auf dem Berg verarbeitet wird. Der Heinz Clavaler steht der Stall komplett leer. Ja, früher hatten wir eben nicht die Möglichkeit, unsere Kühe zu Berg zu geben. Jetzt haben wir das grosse Glück, dass wir hier Bergrecht haben. Und jetzt dürfen sie eben gehen. Und das ist für uns ein grosser Glücksfall. Und der andere Glücksfall war, dass die Vreni eine super gute Simmentaler Kuh mit in die Idee gebracht hat. Von der stammt die ganze Herde ab. Also die Simmentaler sind mir immer am Herzen gelegen. Als kleiner Bub hat man ja noch nur Simmentaler gehabt. Da hat es gar nichts anderes gegeben. Und später hat man nachher angefangen einkreuzen. Und so sind wir jetzt wieder zurück dorthin, wo ich war, als kleiner Bub. Mal, das schmilzt schon. Von der Milch wird Alpo-Raclette-Käse produziert. Ende Sommer ist Käse geteilt. Schervez rechnet mit etwa 4 Tonnen Alpkäse, die sie dort direkt vermarkten. Es ist der erste Sommer, wo sie so viel Zeit auf der Alp sind. Ja, man muss einfach gut einteilen. Man muss es gut planen und dann geht das schon. Und manchmal geht es ein bisschen drunter und drüber. Am Schluss ist es dann gleich gut. Gell? Ja, also es ist jetzt auch so, dass natürlich bei uns daheim der Junior eingestiegen ist. Und das hat für mich und auch für dich ein bisschen freie Kapazität gegeben, dass wir nicht mehr gleich engagiert sind. Es ist morgen um 6:30 Uhr. Der Käser der dann auf Ankhausen führt da. Wenn die Morgenmilch im Kessi ist, geht es los mit Käse. Also, da hat er Auswahl. Sehr schön. Ja. Erbseneidle. Ja, sehr gut. Und Eidle von dem Morgen. Genial, merci vielmals. Weisst, ich mache ja Herdöpfelstock und dann habe ich gedacht, frische Berganken drin. Das ist super, ja, gell? Ja. Also, dann gehe ich das in den Rucksack tun. Merci vielmals, ja, gell? Gut. Super. Gutes Graben. Danke, gell? Merci, kann man brauchen. Weißt, ja, das ist auch noch etwas zu tun für den Samstag. Darfst du nicht vergessen, gell? Ja, wir schauen dann. Kannst du mal dieses oder eins machen? Ja, wir schauen. Das ist was, wenn Zeit ist. Wenn ein Zeug kommt, als wären wir das nicht recht. Geht es noch mit dem Tüchlein? Du brauchst ein neues. Nein, es geht. Das ist ein schönes Messer hier. He? Ja. Gebig's. Hol dich denn nicht. Ein Messer. Das ist ziemlich scharf. Also spätestens gegen Mittag möchte Vreni daheim zu Clavaler sein. Ja.
Der Daniel produziert den ganzen Sommer durch im gesamten 11 Tonnen Alpkäse. Du musst noch etwas für das nächste Mal. Nein. Wenn man es putzt, putzt man es geht recht. Meine Seite. Jetzt ja noch etwas. Siehst du noch etwas? Ja, dort da. Ja, schau jetzt. So, die ist gut. He? Ja. Es ist wichtig, dass ihr ganz exakt und sauber arbeitet, dass sein Käse gut wird und bei der Käsepunktierung das Maximum macht. Also, ciao Danu, mach's gut. He? Gute Zeit, bis nächste Woche. Salut Danu. Gleichfalls, merci. Merci auch vielmals. Hast du den Altbeschluss? Ja. Also. Hast du gesehen, die Woche? Sehr gut aus. Ja, ja. Fast ab für dich. Ja, ja, ja. Ja, gewiss. Aber jetzt müssen wir gehen. Müssen wir gehen, ja. Wie am Samstag die Landfrauen auf Clavaleyres kommen, muss alles tiptop gebützelt sein. Das ist dem Alfred wichtig und dem Vreni gerade auch. Die Vreni ist gelehrte Gärtnerin und diplomierte Bäuerin. Der Garten ist ihm eine Herzenssache. Das ist mein Herz, das ich alle Jahre mache für meine Mann, den Vreni. Das mache ich jetzt schon ein paar Jahre. Was die Vreni kann, hat der Freddy gedacht, das könne er auch und hat das Blumenbeet für die Vreni auf der anderen Seite des Hauses angelegt. Ihm ist aber auch klar, wie die Rollen im Garten verteilt sind. Im Garten ist natürlich die Vreni der Chef. Ja, also eigentlich schon ich. Ich tue sehr gerne Garten. Aber es ist eben so, dass er das auch sehr liebt. Und dem hat er ein bisschen die Angewohnheit, dass er mir auch reinreden kann. Und das habe ich also wirklich nicht so gern. Und dann haben wir manchmal ein bisschen Kracht zusammen, aber meistens nur 10 Minuten. Das ist schon mal gut. Und das ist eben schön an Freddy. Er ist überhaupt nicht nachtragend. Das schätze ich wahnsinnig. Du, schau, jetzt hat er mir gerade gegeben. Gell, da kannst du mir flicken. Weißt, das ist mein Rächeli, das ich so gern habe. Ja, auch ein bisschen zu fest zocken. Ja, ich sagen, du machst es ja. Ja. Ist gut. Das Ofenhäuschen steht mitten im Rebberg. 1824 ist es gebaut worden und seitdem wird dort Brot gebacken. Hoffentlich werden sie mir nicht schwarz. Ein kleine Farbe müssen sie haben. Ja, Farbe müssen sie haben, das ist klar. Aber oh, die habe ich noch nicht gefettet. Weißt du, du könntest mir ja eigentlich auch etwas helfen. Ja, was soll ich machen? Fetten. Zum Beispiel hier. Ja. Ein Hut hier oder ein Papier. Papier. Ja. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Auch beim Brotbacken sind sie immer das Zweite dran. Das machen wir so. Ich tue mir einführen, ich knete. Und dann brate ich aus und dann tun wir es zusammen eichen und dann nehmen wir es auch wieder zusammen raus. Weil eins alleine hat, das geht nicht so gut. Jetzt muss die Glut und die Asche zum Ofen raus. Die Temperatur zum Backen ist erreicht. Der Backofen ist aus Sandstein und darum tut Vreni das Brot in Formen backen. Die Form schützt vor dem rauchen Sandstein. Der bröckelt manchmal ein und wird so am Boden des Brots bleiben hängen. Das Brot ist im Ofen. In der Zwischenzeit könnte man ja auch noch Waffeln backen, wenn man schon im Ofenhäuschen ist. Das ist noch gar nichts.
So, rauskrallen. Mensch. Ja, das ist eine Katastrophe. Schau mal die Sachen. Jetzt wird es besser, ja. Gell? Das ist so richtig, richtig abverhängte Waffeln sind das. Du musst fetten, du musst dann einfüllen, dann musst kehren. Und dann sollte es eben beim Rausen sehr schnell gehen. Sonst sind sie schwarz. Und der Albtraum von jedem, der Waffeln macht, ist, wenn sie kleben. Es hat dann gleich noch geklappt. Klar, mit dem Kühlchen geht es besser. Die Waffeln sehen prima aus. Jetzt muss nur noch das Brot gut werden. Nach einer guten Stunde ist es soweit. Nehmen wir den ab. So. Wunderschön. Durch. Gut. Mit Nase, gell? Ja, mit Nase. Ja. Ein Brot braucht das Vreni am Samstag für das Apéro der Landfrauen. Der Rest gefriert es ein. Ruth Amstutz ist da, am Vreni seine Cousine. Sie hilft am Samstag beim Kochen und jetzt beim Sträuseln für die Tischdekoration. Hast du noch ein bisschen? So, Lina. Also so. Ja, etwa so. Also ein bisschen Kugelartig. Probieren wir mal. Ja? Bei den Männern laufen die Vorbereitungen für das Landfrauenessen auf Hochtouren. Der Alfred hat sich entschieden. Er will den Landfrauen von seinem Rotwein aus dem Barrik servieren. Darum füllt er zusammen mit dem Paul auch noch ein paar Flaschen von diesem Wein ab. Dass sie Wein aus roten Regentstrauben kältert im Eichenfass, den Frauen gefällt, daran zweifelt er nicht. Er hat eine ganz andere Sorge. Das Wein einschenken ist für mich auch noch so ein kleines Problem, das ich mir nicht so gewohnt bin. Aber wenn ich dort nicht daneben schütte, dann ist gut. Aber du weißt was, du musst es etwas enger machen. Hey, ja, ich schau jetzt, wenn wir hier nachher. Und dann muss es ein Kugeli sein. Ja, ich habe gesagt, ich könnte ja, du hast ja schon mehr so. Nein, so kann ich nicht. Du doch stürmen. Nein. Weißt du, einfach so ein bisschen Kugeli-artig. Und dann, ich könnte ja einfach. Was? Blumen auf die Grösse zuschneiden und du machst die Kugeli. Nein, so nicht. Nein. Einfach schön so. Schau, siehst du, das kommt schon gut. Gib dir einfach ein bisschen Mühe, gell? Gut, das ist jetzt auch nicht wunderschön, das oder? Aber auch nicht. Nein, ja, so. Aber es ist schon ein bisschen. Ja, du hast ja nur hier Weiss. Weißt du was? Sonst fangen wir doch noch einmal an. Die müssen noch mal neu binden. Ob auch das mit diesen Sträusten bis morgen gut kommt. Freitagnachmittag. Der Alfred Senior und der Alfred Junior müssen noch den Käsekeller räumen. Der Käse vom letzten Jahr muss für einen neuen Alpkäse Platz machen, der gleich auf die Lavalier kommt. Was der auf der Oberstritt? Die Familie Gervais hat heuer einen neuen Kässpeicher gebaut. Da lagern sie den Käse bis zu 3 Jahre. Für Hobelkäse zu reifen, ist ein trockeneres Klima als im Keller nötig. So, seid ihr nachher. Das sieht gut aus. Du. Ja, also, ich bin noch nicht ganz fertig. Jetzt kann der Noti etwas helfen. Ja, ich glaube, es geht gerade. Schön. Und der? Den lasse ich auf dem Brett. Den lasse ich auf dem Brett. So. Fertig. Ja. Gehen wir zu 4 rein. Ja. Gut. Bist du auch froh? Ja, ich scheint Klappe zu haben mit den Sträussen. Der Tisch ist gedeckt. So, ich wäre auch mal da. Gut. Bist du schon am Rösten? Ja, komm, schau mal. Super. Also, gehen wir dahinter, gell? Zum Hauptgang macht Vreni ein Alpnidl-Goulasch vom Simmentaler Kalb.
Und für die Gulaschsauce rüstet sie ganz viel Zitronen. Komm, Exeli, komm. Komm da zu uns. Ja, ja. Jetzt ist die Küchenmannschaft komplett, gell? Das Fleisch löscht das Vreni mit dem eigenen Wein ab. Ich habe hier die alte Trompete. Die gibt mir einen guten Kollegen, tut mich gerne versorgen mit denen. Ich habe die sehr gerne. Die hat gute Kost und ich gebe eine schöne Farbe zu essen. Einfach, man muss es ein bisschen dosieren, man darf nicht zu viel tun. Die Totentrompetli, wie die Herbsttrompeten im Volksmund heissen, sind natürlich nicht giftig. Jetzt ist das Fleisch über. Und in der Stube sind die Frauen am Staunen. Das ist Fleisch. Das ist genau das Fleisch. Ist gut mit den Haaren? Prima. Gut. So, liebe Frauen, habt ihr Hunger? Geht's noch gut? Ich werde euch jetzt noch das Menü vorstellen. Voilà. Also, bei mir geht's heute Abend. Als ehemalige Militärköchin FHD mache ich euch eine kleine Militärkäseschnitte, mache ein Originalrezept mit Apfelmus und einem Salat. Zum Hauptgang gibt es ein Alpnidle-Goulage vom Simmentaler Kälbli mit Herbsttrompeten, eine Birne und dazu einen Apfelstock. Und zum Dessert mache ich euch Vreni Schwarzwälder Fantasien. Ich wünsche euch einen guten. Danke. Die sehen sehr schön aus, sie köcheln gut. Wie hast du es gern? Auf zwei. Auf zwei? Ich lasse auf dem drei. Und du sie ganz leicht abdecken, dass sie nicht überkochen. Ja. Das ist gut. Und der Töpfel nehmen wir auf dem neunten, aber wir tun den näher zurück. Dann müssen wir es durchlesen. Jedes Blättchen dreimal kehren. Meine Güte. Ja, schau, es ist halt einfach Herbst und der Salat ist nicht mehr so schön. Wir nehmen nur die schönsten, gell? Ja, ja. Dann müssen wir jetzt also gehen. Ja, also der Salat. Der hat so braune Stellen. Das ist ein bisschen wüst. Da muss ich mich faszinieren, wenn der dann so daherkommt. Ruhe so. Ja. Ja, es ist nicht schön. Nein. Und das siehst du eben fast nicht, oder? Es ist jetzt, wie es ist. Und ich glaube, wir werden das Beste daraus machen. Eine Sorte zu Töpfen. Ja. Und jetzt haben wir ja den schon bald nur. Zur Vorspeise gibt es einen Weissen aus Solaris-Trauben. Gervais Küherwein. Die Militärkäseschnitte ist in Vorbereitung. Im Aufstrich hat es Alpkäse, Mehl, Ei, Milch, Knobli und Zwiebeln. Ein grosses Loch machen, dass ein bisschen die Augonfi Platz hat in diesen Birnen. Gell? Gute Idee, ja. Birnen sind bedeutend schöner als der Salat. Die Käsemasse hat Vreni schon am Morgen parat gemacht. Sie muss 3 Stunden ruhen, steht im Militärkochbuch. Im heissen Brattanken will Vreni die Käseschnitte schön goldig bräteln. Sie kleben mir das ein bisschen. Ich habe die auch so schon schöner gemacht. Das ist doch wegen der neuen Pfanne. Etwas muss ja die Schuld sein, gell? Nein, nein. Du kannst schon bereits mit. Ja, ja, nimm einfach 2 Teige. Das ist
Hab einfach Sorge und ganz ruhig, gell? Das ist heiß. Zu den Käseschnitten gibt es frischen Apfelmus. Jetzt komme ich mit dem Salat. So, voilà. Und noch die dritte Säuferli, sonst tut das Schnittloch kippen. Das haben wir eben gerade gesagt, da müsst ihr zu den Gamellen nehmen. Die eine Käseschnitte ist nicht ganz schön. Sie hat etwas geklappt, aber das ist so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Ich hoffe, sie sind gleich gut. Ich weiß gar nicht, was die Männer gerne haben, dass sie mir da nicht sein sollen. Ja. Danke. Das Jurieren nehmen die Frauen sehr ernst und jede macht es für sich allein. Vorspeise bei der Vreni war eine völlige Überraschung. Weil sie hat nie etwas gesagt, dass sie beim Militär war. Die Militärkäseschnitte ist natürlich wirklich. Sie hat auch die Schwarzen getroffen. Es war wirklich genial. Die Käseschnitte, ja, die hat sie doch damals für einen Mann gekocht. Der musste schon ein bisschen fertig sein und Boden geben. Mir war jetzt fertig. Die Bewertungsbögen kommen unter Verschluss. Die einen machen den Stock mit dem Passwit. Das Vreni schwört auf einen Herdöpfelstüngel, weil es schneller geht und die Herdöpfel heiß bleiben. Ich nehme vom Berganken, gell? Sowieso. Hier ein bisschen. So, schauen. Die Mutschgenuss nicht vergessen. Mal schauen, ob es nur Salz ist. Hm. Dann geht es im Voraus ein bisschen rein. Und dann sollte man nach dem Vreni noch 1000 Mal rühren. Das ist heute aus zeitlichen Gründen leider nicht möglich. Ich probiere. Ich finde ihn gut. Nidle ist in Soße. Jetzt sollte es nicht mehr kochen, sonst könnte es dann scheiden. Oh, geht so auf den 2. Dann gehe ich auf den 1 zurück. Willst du heute probieren? Ja. Du, wie läuft es denn? Es läuft gut. Ja. 5 Minuten bevor du dich anrichten kannst, ich mit dem Rotwein. Ist gut. Hast du einen Zweig? Ja, mit Zweig und offen. Was sagst du, Soße? Ganz ein kleines bisschen. Salz, etwas, gell? Ganz kleines bisschen Pfeffer. Ja, Pfeffer. Es hat mich vorhin. Ja, jetzt geht fast keiner von euch. Ich habe zu viel Pfeffer gehabt, schon. Das tut mir noch ein bisschen. Pfeffer? Nein. Das ist gut, gell? Klein Salz gebe ich noch. Ja. Gell, zum Stock? Ja. Kannst du nicht nur geben? He? Ja. Muss einfach sein. So, fertig. Ruth, bist du nachher zum Probieren? Der Rote Regent ist der erste Wein, den ich selber gekältert habe. Oh, das ist spannend. Ja, das ist mal. Und kein Tröpfchen geht daneben. Der Alfred hat sich ganz vergeben Sorgen gemacht. Der Wein hat mich jetzt sagenhaft gut gedacht, ja. Vor allem auch, er hat ihn schon so vorgestellt mit Herzblut und das sein erster Wein, den er selber gekältert hat. Also nur schon das Drum und Dran, das war ein sagenhaft guter Wein. Das geht gar nicht. Kann man nicht schön anrichten. So. In der Küche ist man nachher. Die Beilage zum Hauptgang: Rüebli mit viel Peterli. Okay, die Dauer kommen gut in den Stuben an. Und da schon Manöverkritik vom Vreni selber. Dankeschön. Die Sachen hätte man vielleicht noch etwas besser machen können, aber irgendwie Zeit läuft einem davon. Und dann hat man nicht mehr so Zeit, für schön anzurichten. Und dann gibt es noch kleinere Pennen und Missgeschicke. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das gut gelaufen. Ich hoffe, die Frauen sind zufrieden. Ja.
Vertrauen scheint Samu wohl zu sein. Und sie machen sich an die Bewertung des Hauptgang. Die Hauptspeise ist bei mir sehr gut übergekommen. Was mir ein bisschen gefällt, hat ein bisschen mehr Fleisch. Aber die Soße war ein Traum. Also, wie sie die hergebracht hat, habe ich gesagt, da muss ich nachher nachfragen, weil die war wirklich super. Das Fleisch war phänomenal. Herdöpfelstock ist nicht so meine Stärke, nicht so mein Lieblingsgericht. Ja. Es hat wirklich also schön ausgesehen mit den Farben. Das Fleisch, ich hätte lieber gern ein bisschen mehr Fleisch und vielleicht ein bisschen weniger Beilage. Mit der Beilage ist Vreni sehr reichlich und es ist fast ein bisschen zu viel. Jetzt auf das Fünfe-Jache, aber das Bier. Stell ihn dran. Ab. Geht dran. Mhm, dann schauen. Hat er schon vor dem Kochen gewesen? Ja. Ui, schon. Das Herz kommt zu drauf. Ja, ich würde es einfach gleich so machen. Weißt du, so. Ich zeige es dir noch. Oder so. So. Ja, tut dir jemand die Tür auf, eigentlich? Ja, das geht. Ja. Säuferli, hey, Säuferli. Ja. Säuferli, Säuferli, Säuferli. Zum Schwarzwälder Tütli dazu serviert der Alfred noch eine Schwarzwälder Creme. Das ist eine Vanillecreme mit Quark, Kreisekompott und Kirsch. Der Schnaps in der Creme und im Tütli gibt dann noch ziemlich zu reden. Ja. Was ist das? Ist Zuerst aber zieht der Alfred noch das Resultat ein. Desert hat Vreni ganz herzlich angerichtet. Sie hat Kirschbruch in ihrer Creme gehabt. Und was sie hat zu viel in der Creme, hat sie, glaube ich, ein bisschen wenig gehabt in der Schwarzwälder Torte. Für mich war es von Menge her sicher ein bisschen an oberen Grenzen, weil es halt doch recht fuhrend ist mit dem vielen Rahm. Geschmacklich absolut okay. Ja, und ich habe ganz herzlich gefunden, das Herz, das sie noch so am Schluss mit dem Schokipulver gemacht hat. Also, es hat mich wirklich herzig gedacht. Ja. Ich habe halt Schwarzwälder super gerne und es war für mich gut gewesen. Mit Nähe, dass man hinschaut, wie man mehr sieht, ah, das ist, da kommt die Schweizer aber mehr auf den Tisch führen. Das hat mich originell gedacht. Und offenbar so zu ihr passt, das ist gut. Und auch die Kombination mit den Kühlen. Das Schweizer Kreuzchen ein bisschen durchgezogen, muss ich sagen, ansprechend. Schön. Ja. Ist gegangen mit dem Servieren? Ja, hast du auch Käse drauf. Also, schön. Du bist auch zufrieden, Ruth. Auf alle Fälle. Ja. Gell? Mal. Aber es gibt schon noch zu tun, hä? Sicher. Es gibt zu tun, gell? Ja, aber das wissen wir. Das wir wissen. Kochen auch da. Ja, das haben wir ja gewusst. Was es zu tun gibt. Hallo zusammen. Bravo. So, wie geht's euch? Gut. Geht's gut? Zum Kaffee hat Vreni eine Spezialität aus der Region gemacht. Niedlerkuchen aus dem Murtenbiet. Also, der ganze Armeeschicht hast du nicht. Die Überraschung mit der Schweizer Armee ist im Vreni voll gelungen. Was Tanja Bisacca aus dem Tessin vorhat, das seht ihr dann nächste Woche. Und ob das Vreni gewinnt, das erfahrt ihr in der Finalsendung vom 8. November.